So YouTube, herzlich willkommen zu der nächsten Episode zu Woche Nummer 25 der Top 5 Call of Duty Clips of the Week. Und ja, was sage ich heute zu der Episode im Voraus? Eigentlich generell wieder eine geile Episode geworden. Dennoch gab es da so ein paar Komplikationen bei einem Clip, zu dem ich gleich komme. Aber erstmal starten wir mit Platz Nummer 5. Heute mal ein Black Ops 1 Clip. What the fuck? Und zwar kriegt ihr aus seinem Care Package einen Chopper Gunner und er setzt ihn einfach direkt ein. Er wird sogar gerade angeschossen und setzt ihn einfach ein, weil es halt Suchen und Zerstören ist. Und ich glaube, das war in der letzten Runde oder so. Und ja, ich weiß nicht, wie ich diesen Clip beschreiben soll. Ihr seht ja, wenn ein Chopper Gunner draußen ist, versteckt sich wahrscheinlich jeder in diesem Haus auf Nuketown. Okay, würde ich natürlich auch machen. Aber was hier für eine Kettenreaktion entsteht. What? Was? Pass auf, ich habe es mal aus einer anderen Perspektive noch eingeschickt bekommen. Hier seht ihr oben links ein C4, was unten liegt und nach oben dann weitergeht und das ganze Haus fliegt in die Luft. Es könnte natürlich Setup gewesen sein, aber ich glaube nicht. Aber ist natürlich alles möglich. Dennoch extrem nice. So, der nächste Clip ist auf Underground, glaube ich. Underground, ja. MW3, Leute, dieses Jahr war ein bisschen schwul, aber egal. Hat er seinen Taktik-Anti gelegt, respawnt und gibt einen 180 nach hinten einfach so. Er wusste noch nicht mal, dass da einer ist und schießt einfach. Jetzt kommen wahrscheinlich die meisten Leute wieder an so, oh, what the fuck, ist doch mega Aimbot oder sowas. Aber ich bezweifle es, weil es mal wieder auf Konsole war. Natürlich gibt es auch Aimbots und so weiter und so weiter. Aber egal, weiter zu Platz Nummer 3. Aus dem Lieblingsmodus von mir. Eine im Lauf aus Black Ops 2. Er hat noch eine Patrone, seht ihr unten rechts, und er trollt den Gegner hier so eiskalt, springt runter und kriegt den Endkill während des Jumps in das Meer. Ist, glaube ich, ein Meer, oder? Ja, natürlich kann es auch ein See gewesen sein, ich weiß es nicht. Egal, weiter zu Platz 2 auf derselben Map, denn, ja, da heißt sie Cargo, ich glaube, ja. Extrem nice, ist ein frei für alle Clip, letzter Kill mit dem Throwing Knife, so ein Trickshot Throwing Knife, Final Kill Cam mit allem drum und dran. Aber extrem nice. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie viel Glück da einfach hinterstecken muss. Es hat natürlich auch was mit Skill zu tun, dass man den auch wirklich in die Richtung trifft und nicht so wieder ins Meer wirft oder sowas. Aber deswegen ist er auch auf Platz 2. Und jetzt passt auf, was kann das hier jetzt noch toppen? Und auf Platz 1 habe ich den jetzt wirklich ausgewählt, weil erstens frei für alle, zweitens Black Ops 2, drittens mit der Sniper. Ich liebe einfach Sniper-Feeds auf dieser Map hier und es ist einfach so traumhaft. Er reißt hier insgesamt ein 7-Mann-Feed und ihr seht einfach, er trifft jeden verdammten Schuss. Das ist einfach nur traumhaft. Und jetzt passt auf, gleich am Ende, er gibt dir einen Hitmarker, doch das war die letzte Patrone in der Ballista. Und er wechselt dann noch zu seiner zweiten Sniper, die er noch dabei hat, und killt ihn dennoch, auch wenn er gesprayt hat. Habe ich nochmal in Slow Motion gemacht. Auf jeden Fall extrem nice. So Leute, das war's mal wieder von der Episode. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst ein Like da und schickt mir weitere Clips an. Anders Formular, was unten in der Videobeschreibung ist. Und ich bin raus, Leute. Haut da rein!